Die Aufgabe ist jetzt wirklich die schwerste von allen bisherigen, denn das ist ein bisschen komisch gestellte Aufgabe von irgendeinem komischen Grundstück mit einer Frau Rechteck. Also wir haben ein Dreieck und das soll irgendwie gegen ein rechteckiges Grundstück mit gleichem Flächeninhalt ausgetauscht werden. Das Signal, was wir hier haben, ist Flächeninhalt. Das heißt, wir könnten einfach mal anfangen, von dem Dreieck einen Flächeninhalt zu bestimmen. Wir haben drei Größen gegeben und leider nur eine Skizze. Aber dementsprechend zeichne ich es einfach halt irgendwo ein. Man könnte das theoretisch auch irgendwie anders setzen, dass man 60 Meter darüber, 70 Meter dahin und so weiter vertauscht. Tatsächlich kommt dann derselbe Flächeninhalt raus. Und da es eine Skizze ist, können wir das auch nicht genau zuweisen. Ich habe das jetzt einfach mal so gemacht. Ihr hättet das theoretisch auch anders zuweisen können. Wenn eben kein nicht dran steht, wohin was gehört, einfach mal ausprobieren. Das ist das Einzige, wie man so eine Aufgabe dann lösen kann, wenn sie schwieriger gestellt ist wie die hier. Ja, der Flächeninhalt, der ist ja zum Beispiel mit diesem Sinussatz hier zum bilden. Wenn ich jetzt zum Beispiel 60 Meter und 80 Meter nehme und den eingeschlossenen Winkel, könnte ich den Flächeninhalt bestimmen. Der Winkel fehlt mir noch, aber das ist nicht weiter schwer, weil das funktioniert über einen Kosinussatz. Gegenüberliegende Seite 70 Quadrat und die beiden anderen ins Quadrat und so weiter. Den Kosinus kennt ihr. Das Einzige, was jetzt hier noch ein bisschen umständlich ist, wir müssen das ja nach Cosinus Alpha auflösen. Und da dürfen wir jetzt nicht den Fehler machen, hier irgendwie mit Plus zu rechnen, weil das ist ja der Vorfaktor quasi von unserer Variablen Cosinus Alpha. Der Verbund hier hinten muss bis zum nächsten Schritt erstmal zusammenbleiben. Und das Einzige, was wir machen dürfen, ist 60 Quadrat und 80 Quadrat rüberbringen. Auch gleich teilen da hinten ist natürlich nicht erlaubt, weil dann müsste man nämlich auch 60 Quadrat durch das teilen und 80 Quadrat durch das teilen. Und das wird ziemlich umständlich. Wenn wir jetzt diesen Faktor dann wegkriegen wollen, jetzt dürfen wir es, jetzt steht er ja Faktor allein, ist ja quasi nichts anderes wie minus, was ist es denn, 960 Cosinus Alpha, dann kann ich das einfach da vorne wegdividieren, also quasi den Vorfaktor. Ich habe das jetzt mal ausführlich noch dran stehen lassen. Jetzt steht auf der rechten Seite nur noch Cosinus Alpha und das wissen wir ja, dass man beim Cosinus Alpha, wenn das wegkriegen will, das Cosinus einfach den inversen Cosinus auf beiden Seiten setzen muss. Und so habe ich jetzt den Winkel an dieser Stelle. Ich hätte natürlich auch jeden anderen Winkel, den oder den bestimmen können, völlig egal. Und das ergibt meinen Flächeninhalt. Jetzt heißt es in der Aufgabe, dass der Flächeninhalt jetzt genauso groß bleiben soll, nur das Ganze soll jetzt ein Rechteck werden. Also quasi der neue Flächeninhalt heißt jetzt a mal b, Länge mal Breite, könnte man auch schreiben, l mal b. Wir wissen über dieses rechteckige Grundstück, dass die Länge 1,5 mal so groß sein soll wie die Breite. Ich hoffe, das wisst ihr noch aus der 8. Klasse. Wenn eine Seite größer ist wie die andere, dann muss die andere in der Gleichung aufgemotzt werden. Komplizierter Satz, aber das heißt es. Die Länge ist 1,5 mal so groß wie die Breite. Jetzt könnte einer draufkommen, die 1,5 hier vorne hinzutun. Das wäre aber falsch. Diese Seite ist ja schon groß, die muss noch größer gemacht werden. Um genau den Faktor. Dann ist es wieder gleich. So stellen wir das Ganze auf. Und jetzt kann ich ja theoretisch dieses a hier reinsetzen. Also habe ich meinen Flächeninhalt, der jetzt genauso bleiben soll, und 1,5b mal b. Also statt a habe ich jetzt einfach das eingesetzt. Diese Zusatzinformation braucht man noch, sonst konnte man es nicht lösen. So, und jetzt müssen wir nur nach b auflösen. Erstmal bringen wir das 1,5 rüber mit einer Division und dann ziehen wir von b noch die Wurzel. Ich habe das jetzt Ganze hier immer so stehen lassen, ohne dass ich das Teilergebnis berechne. Und dann habe ich die Seite b 36,82 Meter. Und wenn ich die eine Seite vom Rechteck habe, dann ist es nicht mehr schwer, die andere zu berechnen, denn hier steht ja die Gleichung, die wir brauchen. A ist dann 1,5 mal das Ganze. Ihr seht, am Schluss ist es relativ verständlich, nur wie kommt man drauf? Also am Anfang ist es experimentieren mit dem Flächeninhalt. Einfach mal ein bisschen ausprobieren und das Signalwort Flächeninhalt entdecken. Dann diese Eigenschaft mit, die eine Seite ist so und so viel größer wie die andere. Schauen, dass man eben eine Gleichung hinbekommt, die ein Gleichgewicht, ein echtes Gleichgewicht darstellt, sodass der Satz auch passt und eben nicht den Anfängerfehler machen, die 1,5 vor das a, vor die Länge zum Schreiben. Und der Rest, ja, der Rest ist dann eigentlich nur noch kleine Rechnerei. Wirklich schwierig zum Rechnen ist es nicht, ist nur schwierig zum Denken. Man braucht hier wieder ein bisschen Mut und einfach mal ein bisschen Experimentelles, einfach mal schauen, wohin es landet und dann kommt man vielleicht auch drauf.